So, herzlich willkommen zurück zu All the Mods 8. Ich habe hier mal versucht, diese Infuser zu automatisieren. Das war nicht so ganz erfolgreich. Ich glaube, ich habe wieder mal vergessen, die Geräte richtig einzustellen mit In- und Output. Aber ich mache das jetzt an einer anderen Stelle. Da habe ich auch nicht so viel. Oh, der kann eigentlich ganz weg. Das ist aber voll jetzt hier. Da muss man noch drin lassen. Ich glaube, ich werde jetzt mal ein bisschen Stein rauspacken. Ja, damit ich da auch ein bisschen Platz für andere Dinge habe, dachte ich mir, es ist besser, das nochmal auszulagern. Ich zeige gleich, wo ich es gemacht habe. So, ich glaube, hier hatte ich die und die Bricks, die kommen hier rein. Und dann haben wir noch Polished Inside. Ich glaube, die nehme ich mit runter, weil ich da noch irgendwo was nicht zugemacht habe, oder? Doch, ich habe alles zugemacht. Naja, es kann auch hier oben bleiben, ist egal. Ja, also machen wir das unten. Habe auch schon alles vorbereitet. So, jetzt passt das doch alles rein. Nee, nicht alles. Denkst du? Es passt nicht alles. Ich habe hier dieses natürlich diese Rüstungsteile, die stören ein bisschen. Klinkerbrick könnte kann hier rein. Kiwi ist eigentlich auch blödsinnig. Stone kann rein. Ja, genau. White Concrete. Alles das kann weg. So, und dann machen wir das Stück für Stück. Könnte jetzt auch alles abnehmen, aber ich glaube, das kriege ich gar nicht hin. Die Anker, Cable Anker brauche ich auch. Was kann ich denn noch entbehren? Enriched Diamond. Ich glaube, die habe ich schon verbaut. Enriched Redstone Infused Alloy. Ja, das muss ich gleich noch haben. Okay, dann machen wir erstmal den nächsten und dann holen wir die beiden anderen ab. Also ich habe hier unten so einen Raum nochmal. Der soll natürlich auch ein bisschen schöner werden. Ich mache das dann noch, aber auf jeden Fall schon mal angefangen. So, jetzt muss ich sehen, dass sich das alles hier oben nicht verbindet. Eigentlich wäre es besser andersrum gewesen, aber es geht auch so. Machen wir die mal. Ja, das muss auch drauf. Und vorne brauchen wir nichts. Und dann hinten natürlich. Und auch die Seiten. Also das muss eigentlich schon alles mit Ankern versehen werden. So, haben wir hier zu wenig. Ja, das ist zu wenig. Und dann kommen da überall Kabel dran. Die Frage, kann ich überhaupt noch was machen da hinten? Jetzt setze ich erstmal das Gerät drauf. Ja, genau. So, und dann brauchen wir natürlich auch Stromanschluss. Ich habe mich jetzt noch mal ein bisschen schlau gemacht in meinen eigenen Aufzeichnungen. Bei All the Mods 7 to the Sky habe ich das ja schon mal gemacht, aber ich habe hier ist anders angefangen. Geht sicher auch, aber ich denke mal, das ist so die bewährte Art. Und hier kann ich dann auch zwei Rezepte reinschieben. Es gibt ja zwei, die auch hier mit Enriched, also mit Diamond arbeiten. Enriched muss es ja nicht unbedingt sein, aber mit Diamond. Hier kommt alles raus. Strom müsste auch dann runtergehen. Das machen wir auch gleich. So, dann ist das vorbereitet. Oben kommt noch ein Pattern Provider drauf. So, und dann müssen wir da noch anschließen. Ja, machen wir erstmal das Rezept rein. Das war hier dieses. Jetzt muss ich mal gerade gucken, ob das stimmt. Ne? Ich hatte doch Pattern Provider hatte ich doch hinten. Ne? Das wollten wir so lassen. Also mache ich das auch. Ja. So, jetzt. Also, wir schieben immer das mittlere rein. Das, was in der Mitte ist. Das ist in dem Fall ist das Eisen. Das heißt, wenn das Rezept, wie hier auch, Moment, da muss es dann Infused Alloy sein, richtig. Und hier ist es, die Mitte muss ja mit Eisen bestückt werden. Also machen wir ein Rezept.
Alloy, da müsste es dabei sein, da ist es schon und dann kommt das weg und das kommt rein, ne? So müsste es dann stimmen. So, okay. Rein das Ding. Boah, das ist ja dann doch, ich hätte von oben lieber anfangen sollen, aber na gut, jetzt ist es einmal so. Dann kommt an der Seite ein Export-Bus hin, ne? Genau wie hier. Export-Bus da an die Seite, dann kann man da einen Enriched, Moment, wo haben wir es? Enriched Redstone, Enriched. Da nehmen wir mal einen raus. Der zieht natürlich dann alle gleich rein. Das ist klar. Das ist auch so eigentlich gewollt. Schließen wir es an. Und dann sollte das eigentlich schon laufen. Ah, jetzt kommt das, was ich immer vergesse. Beim Mechanism immer vergesse. Ich muss hier auf Input gehen. Item. Und zwar ist das hier die Seite mit, Moment, wir haben ja hier Redstone, also die Seite hier oben. Diese, ein bisschen ockerfarben. Da müssen wir mal, ja, ist eigentlich richtig, ne? Ist richtig. Ja, sollte reinkommen. Aber tut sich noch nichts. Warum tut sich nichts? Weil da null Channel sind. Aha, das ist das Problem, was ich schon mal hatte. Da ist kein Kanal mehr frei. Warum? 3 von 8. Ja, gut, ich kann da jetzt mal einen großen hinbauen, aber eigentlich sollte ja jeder von diesen großen Dense-Cable auch erstmal 32 haben. Ja, das stimmt auch, aber irgendwie schließt man noch einen an. So, okay. Ja. 3 von 32. Ja, das ist eigentlich richtig so. Hier ist jetzt einer. Und da oben ist keiner. Warum ist da keiner mehr? Was ist da falsch? Ja, das ist natürlich dämlich. Ja, ich weiß auch warum. Hier ist ja gar kein Anschluss. Da kann ja gar nichts werden. Sehr gut. Sehr gut vorbereitet. Jetzt kann man hier aber nochmal den Export. Ne, Importbus ist schon richtig. Import, der soll ja alles importieren. So. Den Importbus drauf und dann das Cable dran. Und das muss natürlich jetzt verbunden werden oben. Also insofern ist dieses hier falsch, dieser Anker. Ah, wahrscheinlich geht das alles ab. Das ist natürlich nicht so schön. Ja, genau, das hatte ich befürchtet. Da hinten, warum habe ich jetzt da ein Cable Anchor? Das ist auch richtig so. Also nochmal ein Import-Bus hier unten hatte ich den. Und Kabel habe ich dann hier. Und damit ist, glaube ich, alles angeschlossen. Kann das sein? Nein, noch nicht. Nicht. Hier hinten ist noch nicht angeschlossen. Auch jetzt. Jetzt müsstest du eigentlich arbeiten, Junge. Ja, es tut sich was. Okay, es geht jetzt rein. Dann schieben wir den gleich dazu. Und jetzt müsste man da auch was produzieren können. So muss das mit den anderen auch aussehen. Machen wir es gleich mal. Einmal, ich will jetzt mal Alloy haben. Und zwar, nein, nicht dieses Alloy. Haben wir eine ganze Menge, aber wir machen mal jetzt einen zusätzlich noch. Ah, so, mal gucken. Iron Ingot, eigentlich richtig. Aber er macht's nicht. Warum? Warum willst du nicht? Es ist doch im Grunde wie hier oben auch.
Ja, ich glaube, ich habe das wieder hinten nicht aufgemacht. Kann das sein? Also wie gesagt, ich vergesse es immer wieder. Das ist das Problem. Es müsste hinten rot sein. Aber es ist natürlich nicht rot. Es ist irgendwas. Jetzt komme ich da gar nicht mehr so richtig ran. Das ist doof. Also jetzt hier. Jetzt geht's auch. Also, das ist eine Sache, die ich immer vergesse. Ich weiß nicht warum. Komisch, ne? Naja, gut. Also Hauptsache, man hat es am Ende doch richtig gemacht und es funktioniert irgendwie. Ja, jetzt kann man die anderen auch so hinsetzen. Und dann kann man das vollständig automatisieren. Machen wir das mal hier unten. Dann den da drüber. Drüber sollst du, habe ich gesagt. So, und da. Rüber, jawohl. Ja, und dann müssen hier natürlich auch noch diese Cable Anchor hin. Da habe ich ja überhaupt nichts mehr. Denn die sollen sich ja nicht verbinden. Fangen wir mal hinten an. Mal sehen, ob ich noch welche im System habe, sonst muss ich welche machen. Ach, wir haben noch genügend. Für diesen Zweck reichen die noch auf jeden Fall. So, und diesen. Ja, jetzt kann man eigentlich das Ganze wieder verbinden. Ich glaube, die Anschlüsse selbst, die kriege ich auch so hin. Die kann man so einbauen. Aber vielleicht sollte ich diesen Pattern Provider, da brauche ich nochmal zwei, auch vorher machen. Zwei Stück. Vielleicht nehmen wir mal vier Stück. Wer weiß, wofür es gut ist. Ah, nee, war schon richtig. Kann sein, dass das jetzt nicht klappt, weil ich Probleme habe mit bestimmten Gegenständen. Ja, das ist auch so. Und zwar habe ich hier, bin ich hier zu weit gegangen. Ich bin einfach zu weit gegangen, ja. Ich habe hier diese Teile. Zu weit hinten bedeutet, ich müsste eigentlich nochmal ein Kabel ziehen. Das sind ja immer nur, wenn das hier so ein Smart Cable ist, sind das nur 8 Channel und das sind jeweils 1, 2, 3, 4. Und der fünfte, der ist dann schon gar nicht mehr, wird schon gar nicht mehr berücksichtigt. Ja, bedeutet, ich müsste eigentlich hier, sollte ich vielleicht oben ein Kabel ziehen. Ja, vielleicht das Dense Cable. Mal gucken. So, und dann das andere dran schließen. Da könnte ich mich noch mehr dran setzen. Nochmal so viel. Das sollte eigentlich dann angeschlossen sein. Mal gucken. Bin mal gespannt, ob das so auch geht. Dann machen wir es mal nochmal, ob er diese Meldung wieder ausgibt. Nehmen wir erstmal zwei, ist ja jetzt egal. Ja, nee, das macht er so nicht. Wahrscheinlich hat er dann doch keinen mehr frei. Ich habe das hier ziemlich voll gemüllt, das Ganze. Ne, da ist 0. Obwohl 0 heißt ja nicht einer von 32. Ja, eigentlich. Ich glaube, ich werde die mal verlagern, damit das mal hier besser funktioniert. Und dann kümmere ich mich später drum. Mal gucken, ob hier noch was passiert. Alles frei. Alles frei. Dann machen wir das mal. Das mal raus hier, die ganzen Dinger, und dann kommt das hier in den ersten rein. Das ist ja eigentlich, was ist das denn? Das brauche ich doch gar nicht mehr, oder? Infused Alloy, Enriched Redstone. Nö, das brauche ich nicht mehr. Ich lasse es trotzdem mal drin. Was habe ich hier? Das ist Blank Pattern. Ja, das ist okay. Ja, okay, gut. Alles klar. So, dann müsste es aber gehen. Probieren wir es nochmal. Ich glaube, ich muss hier erst abbrechen. Ne? Das ist schon durch. Probiere es aber trotzdem nochmal. Nochmal zwei Stück. So. Jetzt sehe ich gar nichts mehr. Ging das jetzt so schnell oder wie? Moment. Ja,
Ja, geht. Wunderbar. Gut. Okay, zwei brauchen wir davon. Ist schon ganz gut, wenn man ein bisschen mehr hat. Also das ist soweit in Ordnung. Wie gesagt, eigentlich müsste es ja hier weitergehen, wenn ich glaube, ich muss das hier unten auch verbinden. Ja, da setzen wir hier unten auch noch so Dinger hin und dann müsste es eigentlich klappen. Also, mir kommt jetzt nur darauf an, dass das automatisiert ist. Und das kriegen wir jetzt auch hin. Die brauchen wir ja anders, die brauchen wir flach. So, dann setzen wir den dahin. Und da kommt rein, jetzt müssen wir mal sehen, was noch bleibt. Wir brauchen, gucken wir mal bei den Alloys, einmal diese Atomic Alloys, ja. Da muss man reinsetzen, von der Seite kommt dieses, Enriched Obsidian. Die muss ich natürlich auch wieder irgendwie craften. Okay, Enriched Obsidian. Und von der Seite kommen diese Dinger. Das kann man rausnehmen und Moment. Da muss ich mal überlegen. Also ich habe das hier so gemacht, dass von hinten das, was in die Mitte kommt, reingeht. Ja, das ist Eisen hier. Ja, Infused Alloy. Oben ist es Eisen. Ja, oben ist es Eisen, Infused Alloy. Also hier müsste dann, das ist ja dann falsch gewesen. Also es müssten die reingehen, Reinforced Alloy. Genau. So. Da müssen wir einen Pattern haben. Also das weg, das rein und dann sollte es stimmen. So, das geht. Moment, hier unten sind wir. Da, ja, so. Das stimmt soweit. Okay. Und von der Seite geht dann dieses Enriched Obsidian rein, wovon ich natürlich noch nichts habe. Enriched Obsidian. So, gucken wir mal. Also, da müssen wir erstmal die herstellen. Das kann man auch im Infuser oder im Crusher, da könnte man es auch machen. Oh Gott, nein, nein, nicht im Crusher. Wir müssen das tatsächlich im Metallurgic Infuser machen und zwar nutzen wir da einen, der auch Diamond Dust drin hat. Ja, dann machen wir da ein Rezept draus. Ich brauche ja gar nichts weiter als nur dieses Reinforced Alloy. So, und das dann reinsetzen. Und dann muss ich noch natürlich die Vorbereitung. Die müsste ich eigentlich immer rein. Oh, das ist ja, bedeutet ja, ich muss das immer reinsetzen. Ich glaube, das muss ich getrennt machen. Die kommen hier rein, ne? Da kommen die rein. Hier ist nämlich Enriched Diamond. Das heißt, hier kann ich wahlweise diese produzieren oder die anderen produzieren. So ist es richtig. Genau. Ja. Ja, ich glaube, das mache ich mal in Ruhe. Ich wollte eigentlich auch noch einen anderen Punkt angehen. Aber ich glaube, so kriege ich das hin. Die beiden funktionieren schon. Dann kommen hier die letzten beiden und dann sollte es funktionieren. Okay. Aber gucken wir mal gerade, was hier mein Strom macht. Der ist voll. Ich hätte nie gedacht, dass ich das voll kriege und das in, sagen wir mal, in einem, an einem Tag, das war wahrscheinlich eher eine Stunde nur, der produziert ja so viel, dass ich wahrscheinlich hier auch das Limit beipassen kann. Und dann gucken wir mal, ob wir diese anderen Alloys, diese hier, ja, die wollen wir mal austesten. Ich habe jetzt immer nur einzelne gemacht. Ich mache jetzt mal drei. Ich gehe mal ganz doll ran. Drei Stück. Mal sehen, wie schnell das geht. Also immerhin leuchtet es. Der Ausgangspunkt war ja, dass ich diese Kabel hier, jetzt geht es nämlich schon wieder los, dass ich die Kabel hier nochmal eine Stufe erhöhe. Das geht nur mit diesem letzten
Alloy mit diesem Atomic Alloy. Da kriege ich es auf die letzte Stufe, das muss ich dann noch machen. Und ich denke mal, dann wird das auch entsprechend, ja, jetzt sieht er schon ganz schön, entsprechend schnell gehen. Ich meine, wenn es so geht, bin ich zufrieden. Der hat schon bald einen fertig. Gut, ich muss natürlich über 250 hinkriegen. Aber sollte. Oh, er ist leer. Ach, das ist der Knackpunkt. Der hat im Moment keinen Strom, produziert aber trotzdem noch 300 FE pro Tick. Das ist Wahnsinn. Echt Wahnsinn. Und wenn man hier guckt auf In- und Output, gut, im Moment ist natürlich viel Output, aber das ist, ja, ich denke mal, ein müdes Lächeln hier, ne? Das wird auf jeden Fall klappen. Der wird dadurch nicht leer. Ja, gut, prima. So, dann gehen wir mal zu einem anderen Punkt. Das schwebt mir nämlich die ganze Zeit schon vor. Ich habe ja mit den Blue Skies angefangen und möchte eigentlich jetzt damit weitermachen. Jetzt habe ich hier zu viel Zeug drin. Das packen wir mal eben raus. Moment. Das kann hier rein. Ja. Ja, das lasse ich nochmal, aber das kann auch weg. Diese ganzen Pattern. Kann ich hier wegpacken. Dann müssen wir nochmal einmal die Villager. Hier etwas dezimieren. Sorry, war etwas laut, aber geht nicht anders. Und hier muss ich auch nochmal abzapfen. Okay, gut, dann lege ich mich mal gerade hin und danach geht's dann los. Okay, oh, das kann man ja hier lassen. Ich weiß nicht, ob ich die behalte. Komm, die kommen auch weg hier. Das kriegt man immer wieder. Nein, da sollte es gar nicht. Oder? Da soll's hin, klar. Das ist ja die Kiste, wo das dann verbraucht wird. Ja, kannst du nehmen, meinetwegen. Da ist mein. Ich habe sogar einen Waystone hier. Ich dachte, ich hätte ihn mitgenommen. So, naja, gut. Mal wieder ein bisschen Level gespart. So, ich brauche. Wo ist er denn? Da ist er. Gucken wir mal. Das scheint hier nicht zu funktionieren. Also im. Oder? Im Other hatte ich erst auch Probleme. Da ging es dann. Da habe ich die Pyramide ja gesucht. Und ja, also ich glaube nicht, dass das funktioniert. Das dreht sich ja hier im Kreise. Das hat keinen Sinn. Man kann ja mal ein bisschen versuchen, aber. Gibt es denn noch Everbright? Everbright Blinding, das ist doch Everbright, ist es doch. Ja, Everbright ist es ja. Was sollte eigentlich gehen? Das ist ja Everbright, ja, aber trotzdem dreht er sich nur rum. Aha. Aha, jetzt. Ich habe einfach nicht rechts geklickt. Das ist es. Dann zeigt dir gar nichts an. Ist ja gar nicht so weit weg. Das Problem, was ich sehe unter Umständen, ist, dass mein Schwert auch nicht so wirkungsvoll ist wie in der Overworld. Das weiß ich alles nicht. Ich habe diese Mod noch nicht gespielt. Ich war noch nie in Blue Skies.
Deswegen kenne ich mich ehrlich gesagt auch gar nicht aus. So, jetzt sind wir wahrscheinlich gleich da, ne? Boah, ist ja wahnsinnig hoch hier. Die Berge. Drei, also jetzt sind wir gleich da. Das ist ja schon mal sehr erfreulich. Sehen, was mich da erwartet. Aha. Das scheint aber auch schon was Interessantes zu sein. Das, was ich gesucht habe, ist ein Stück weg, aber wir können ja mal kurz hinfliegen. Auf jeden Fall sieht das auch so aus, als wäre das irgendein Dungeon. Nee, das ist schon, geht schon wieder, entfernt sich. Das wird es gewesen sein. Ich glaube, das ist es hier. Aber gehen wir einfach mal unten rein. Ja, mal gucken. Ja, ich fliege einfach mal hier durch. So. Geht das? Wizards Tower. Nee, ich bin hier nicht durch. Ich komme hier nicht rein. Oh, nee. Da kann man auf die reiten. Wäre ganz schön. Hier geht's rein. Ach, das ist ja viel einfacher. Ja, was nehmen wir für einen Helm? Oh, ich habe einen Fehler gemacht. Oh, ich habe einen Fehler gemacht. Ich habe meinen schönen Helm, habe ich jetzt zerbratzelt. Der war nämlich mit Mending. Wunderbar. Ja, schön, herrlich. Alles kaputt gemacht. Naja, gut, ist jetzt auch nicht so wahnsinnig tragisch. Ich habe noch einige Mending-Möglichkeiten. Ich will ja mal diese Library hier, Enchantment Library, aufstellen. Ich hoffe, da kann man das dann viel einfacher gestalten. So, mal gucken, wie sieht's denn aus? Wo ist denn mein Gegner? Hallo, wo bist du? Oh, Blue Bright Bookshelf. Das ist schon mal gar nicht so schlecht. Ich glaube, der ist nur oben. Irgendwie hält er sich auf. Unterwegs ist hier gar nichts zu machen. Schön. Ja, hätte ich auch direkt nach oben fliegen können. Ach da, oh, den kennen wir doch. Ja, ah ja, ich sehe schon, das ist nicht mehr. It seems this weapon doesn't work as well here. Ja, genau, das ist das Problem. Also ich meine, es geht schon, aber es geht nicht mehr so gut. Das sind jetzt wahrscheinlich irgendwelche netten, freundlichen Menschen hier, Villager. Was ist das denn? Was ist das denn Tolles? Armor, ein Rüstungsteil. Ja, nö. Oh nee. Oh nee. Das brauchen wir nicht. Aber jetzt die Weste. Ah, das ist schon mal nicht schlecht. Wir haben einen Schlüssel. Blinding Dungeon Key. Sieht schon mal gut aus. Ja, diese Waffe ist hier nicht so. Diese Overworld ist, das dachte ich mir schon. Nochmal ein Schlüssel. Bücher nehmen wir mit. Blue Wool, nö, brauchen wir nicht. Oh, was machst du denn da? Schön, brav, ja, sehr schön. Ja. Was ist das hier? Na gut. Alles noch nicht so wahnsinnig berauschend. Ich glaube, der eigentliche Gegner kommt noch. Da waren wir. Da waren wir, ja, waren wir überall. Das wird sicher ganz anders ablaufen. Ich weiß gar nicht, ob ich mit dieser Waffe da angreifen sollte. Vielleicht nehme ich ja auch meinen Disassembler. Haben wir noch irgendwas? Ja, hier, den Mystic Stuff. Den könnte ich doch mal versuchen. Wird auch was. Was ist das denn? Ach, da steckt man doch sicher einen Schlüssel rein, ne? Oder? Es sieht so aus wie ein Schlüsselloch. Trades unlocked. The gatekeeper is now selling blinding keys. Oh, aha. Da müsste ich also beim Gatekeeper nachfragen. Ja. Gut. Okay. Ja, mehr ist hier nicht zu holen, glaube ich. Das Ganze wird sich dann entwickeln, wenn ich diese Schlüssel bekomme beim Gatekeeper. Und dann vermute ich mal, dass es dann weitergeht. Ja, ist das so? Hier waren wir doch, ne? Da war ja die Hexe, genau. Die Katze. Was ist mit der Katze? Will die mit oder?
Cat, was ist? Bist du da festgeschweißt? Ja, sieht so aus. Naja, gut, das geht irgendwie nicht. Also, ich glaube, dann werden wir mal uns zurückbewegen und ich könnte natürlich auch schneller die ganze Sache erledigen. Ich glaube, das mache ich jetzt auch. Und zwar werde ich mal direkt nach Hause gehen. In der Hoffnung, dass ich meine. Ach, da ist er noch. Mending. Das hat Gott sei Dank noch geklappt. Gut. Ja, ich muss mich erstmal erkundigen, wie das aussieht, ob ich da irgendwelche Waffen nehmen kann, die vielleicht besser sind. Gatekeeper. So, wie sieht's aus? Was hast du zu bieten? Hey, nicht weg. Warte, 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 warte. Hey, der will nicht mit mir handeln. Ach, guck mal, ich habe hier schöne Schlüssel. Ach, das ist schon wieder dunkel. Ja, deswegen ist er so rasant im Bett. Dann legen wir uns auch mal auf die faule Haut hier und dann gucken wir mal, ob er am nächsten Tag mir was verkauft. Hallo, wo bist du jetzt schon wieder? Ah. So, ah ja, tatsächlich. Ja, aber ich meine, die habe ich ja jetzt, ne? Die habe ich ja. Ja, also, das verstehe ich jetzt nicht. Na gut, man muss nicht alles verstehen. Ich muss es dann irgendwie mal ausprobieren. Gut, ich glaube, das soll es für heute gewesen sein. Ich werde mal hier nochmal ein paar Villager mir vornehmen und dann werde ich mich mal im Stillen dieser Geschichte hier unten widmen. Ach ja, wir können noch mal eben gucken, ob diese Alois, die sind durch. Ja, das ist also überhaupt kein Problem. Und da ist auch alles wieder beim Alten. Ach, das ist überhaupt kein Thema mit diesem Reaktor. Der ist wirklich spitze. Ich glaube, ich werde aber irgendwie noch mal hier dieses ich glaube, Dry Ice muss man haben. Dry. Was ist das denn? Dry Eis, dieses Eis muss man da reinschieben. Das heißt, ich muss das immer zwischendurch, Blue Eis muss ich produzieren. Aber ich habe hier das schon mal da nach links gelegt. Der produziert auch, wenn ich das richtig sehe. Da steht gar nichts. Der müsste Eis produzieren. Ja, Herrschaften, was ist denn mit dir? Machst du sonst nichts oder wie? Der sollte eigentlich Eis produzieren. Ich meine, das hätte ich auch schon gemacht. Ja. Oh, das ist irgendwie Dekor. Nee, also ich glaube, das geht. Ich mache den mal und dann gucke ich mal, ob das funktioniert. Okay, alles klar. Bedanke mich wie immer fürs Zuschauen. Wünsche einen schönen Abend. Wünsche einen schönen Abend und sag mal bis zum nächsten Mal. Tschüss.